Dieses Wissen jedoch, dieses Hans Würstchens, bedeutet gleichzeitig die ultimative Freiheit. Er lacht bereits über sich selbst, bevor es dazu kommen könnte, sich beleidigt zu fühlen durch das Gelächter der Welt über alle anderen, wechselseitigerweise. Er lässt ein wenig an seinem süßen Senf genießen. Oder wenn es denn sein muss, die ganze Wursthautpelle auszuzeln. Denn was könnte ihm schon geschehen, was nicht sowieso geschehen wird? Nur legt er vielleicht Wert darauf, welches der universalen Orifizien es sich angedeihen lassen möchte, ihn auszuzuzeln. Nicht jeder Gourmand wird dazu die Berechtigung erhalten. Es muss schon ein Gourmet sein.